Ja, servus, hier ist wieder der Marti mit einer neuen Folge Abnehmen. Diesmal klappt es. Mittlerweile Folge Nummer 4. Und ich habe gestern gesagt, ich hätte gerne 20 Klicks irgendwie geschafft auf die dritte Folge. Und wenn ich hier so auf meine Statistik schaue, bin ich enttäuscht. Es waren nur 8 Aufrufe. Mir zeigt es zwar in der YouTube-Oberfläche 9 an. Ausbaufähig. Also, kommen wir zum heutigen Teil. Ich wollte heute mal kurz über meine Ernährung gerade reden. Seit 4 Tagen läuft das ganze Projekt und ich bin seit 4 Tagen, ich möchte mal sagen, relativ clean, was das Essen angeht. Wenig Süßigkeiten, nicht ganz komplett gestrichen, aber zumindest wenig Süßigkeiten. Und es geht mir eigentlich ganz gut bis jetzt, wobei ich also jetzt noch nicht so viel umgestellt habe. Und ich habe mir jetzt mal meine Insulin-Auswertungen angesehen und ich blende sie auch hier gleich ein. Ich muss sie jetzt nur leider hier vom Zettel ablesen. Grundsätzlich mal sollte ein gesunder Mensch einen, man sagt so einen Langzeitwert haben, das nennt sich der H1BAC. Der sollte so unter, ja, sagen wir mal, 5 liegen bei einem gesunden Menschen. Und ein Diabetiker sollte immer so, ja, sagen wir mal so 6, 6,5 haben. Also da gibt es unterschiedliche Ansagen und es gibt auch ein paar Ärzte, die sehen das ein bisschen extremer. Man sollte weiter unten sein, aber sagen wir mal so 6,5 bis 6 wäre ein guter Wert. Ich bin eigentlich immer so bei einem Wert von, also zumindest die letzten Male, von 6,1, 6,2 gewesen. 6,1, 6,2 ist ein durchschnittlicher Blutzuckerwert von ungefähr 120, 125. Ein gesunder, wie gesagt, der eine Bauchspeicheldrüse hat, die funktioniert, hat so einen Wert von 85, sagen wir mal so. 85 ungefähr. Bei dem geht er auch ein bisschen rauf, wenn er Kohlenhydrate konsumiert, aber er ist da schon sehr viel niedriger als ein Diabetiker. Jetzt hat ein Diabetiker das Problem, er muss spritzen, der Zucker geht in den Keller und wenn er zu niedrig ist, muss er wieder Kohlenhydrate zuführen, also er muss den Zucker wieder nach oben bringen, was er normalerweise die Bauchspeicheldrüse bei einem Gesunden macht, indem sie Insulin ausstößt. Das heißt, ein Diabetiker muss dann eben wieder Zucker zuführen, das ist so ein Kreislauf. Wenn du zu viel spritzt, wenn du zu niedrig bist, musst du wieder was essen. Deutsch sagt man, frisst dann wirklich teilweise rein, wenn du unterzuckerst. Also ist schwierig. Jetzt ist es mein Ziel grundsätzlich mal eben um die 120 zu sein, zumindest jetzt mal mittelfristig. Eigentlich möchte ich dann noch weiter runterkommen, um mich einem gesunden Blutzuckerdurchschnitt anzunähern, aber das kommt irgendwann noch. Mein aktueller 30-Tage-Insulin-Durchschnitt liegt bei 131, also ein bisschen höher, als er sein sollte. 30 Tage, da war jetzt auch, ja doch, da war Weihnachten noch drin, muss man auf den Kalender schauen, da war Weihnachten noch drin. Natürlich nicht so clean gegessen, wie ich eigentlich sollte, oder nicht so gegessen und auch nicht so viel gespritzt. Also Durchschnitt 131 und ich habe im Schnitt am Tag 80 Einheiten Insulin gebraucht. 80 Einheiten Insulin, die sind aufgeteilt in 32,7 basal, also den Grundbedarf. Da werde ich nicht drum rumkommen. Der könnte vielleicht ein bisschen niedriger werden, wenn ich abnehmen sollte. Aber grundsätzlich, ich brauche halt nun mal eine Basalrate, einen Grundbedarf, weil ich eben eine Bauchspeicheldrüse habe, die nicht mehr funktioniert. Und zusätzlich habe ich dann noch eben, wir waren ja bei 80 Einheiten gesamt, habe ich dann noch 47,32 Einheiten Bolus verbraucht. Das ist nur das Insulin, wo ich fürs Essen benötigt habe, um eben den Blutzuckerspiegel möglichst flach zu halten. Wobei da auch Schwankungen drin sind. Das ist eine Achterbahnfahrt, das ist immer ganz schlecht, wenn der Blutzucker hochgeht. Also 47 Einheiten und 32 Einheiten sind wir bei 79, also knapp 80, wo ich verbraucht habe. Viel, ist schon viel. Insulin ein Mastmittel. Jetzt seit 7 Tagen, wo ich jetzt in etwa, also gut, es sind jetzt 4 Tage genau genommen, aber in den letzten 7 Tagen habe ich mir das jetzt angesehen, da ist mein durchschnittlicher Blutzuckerlevel bei 131, also unverändert zu den 30 Tagen. Bin also immer noch auf der gleichen Höhe gewesen, aber ich habe nur 67,17 Einheiten Insulin gebraucht. Grundbedarfe sind etwa identisch, 31,72, aber ich habe zumindest die letzten 4 Tage wesentlich weniger gespritzt als vorher. Auch das ist natürlich noch sehr ausbaufähig, weil 35 Einheiten sind immer noch zu viel. Bin aber zufrieden. Und mein Ziel ist es jetzt einfach mal die ersten 7 bis 10 Tage so durchzuziehen und dann schauen wir mal, wo wir stehen, welches Gewicht ich dann erreicht habe und ob wir dann noch zusätzliche Maßnahmen anstoßen müssen. Eben Bewegung, eben vielleicht ein Ernährungstagebuch, irgendwas in der Richtung. Das muss man sehen dann. Ja, das ist der aktuelle Stand. Jetzt geht es weiter mit einem kleinen, ja, ich möchte mal sagen, einer kleinen Geschichte. Und zwar
habe ich ja auf meinem Twitter-Kanal gelegentlich was über das Thema Mobbing geschrieben. Natürlich habe ich das alles rein erfunden, also nicht rein erfunden. Ich habe das Ähnlichkeiten zu lebenden oder sterbenden Personen, nennen wir es mal so, will ich damit komplett ausschließen. Das heißt, die Geschichte spielt so in meinem Kopf rum und ich habe das natürlich nicht so erlebt, beziehungsweise erlebe das natürlich nicht so. Das möchte ich ganz, 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 ganz ausdrücklich erwähnen. Diese Geschichte, wo ich jetzt erzählen werde, ist frei erfunden. Ja, fangen wir an. Und zwar, es gab mal einen Menschen, der, nennen wir ihn Alfred E. Neumann. Der wurde geboren, wuchs in behüteten Verhältnissen auf und war auch zufrieden mit seiner Kindheit. Den Alfred E. habe ich hier. Hier ist der Alfred. Der Alfred E. Neumann, sieht man schlecht. Alfred E. Neumann mit seinem Lichtschwert. Genau. Der hat dann irgendwann, als er jung war und mit der Schule fertig war, musste er irgendwann zu arbeiten beginnen. Hat sich entschieden, sagen wir mal, er ging in die Seifenbranche. Er hat sich gedacht, sein Papa ist in der Seifenbranche. Also fängt er, ich muss das Sponsor raus, ist ja kein Sponsor, ich muss natürlich das Logo rausnehmen. Er ist in die Seifenbranche gegangen, hat Seife verkauft und war glücklich und zufrieden und ging jeden Tag in seine Arbeit. Und mit der Zeit wurde er dann älter und hat dann gemerkt, naja, so im Handel ist es, im Großhandel, nennen wir es mal im Seifengroßhandel, ist es ein bisschen blöd und vielleicht will er sich doch mal anders orientieren. Irgendwann hat er auch dann seine Frau kennengelernt, also da hat der Alfred E. Neumann die, nennen wir sie, die Schlumpfine geheiratet. Und Alfred E. und Schlumpfine sind glücklich, heiraten irgendwann, kriegen ein Kind, das nennen wir jetzt mal den Alfred Junior. Das klingt gut, der Alfred Junior. Und ja, wie die Zeit so will oder wie die Zeit so läuft, irgendwann bekommt er ein Angebot von einem Freund, ob er nicht die Firma wechseln soll. Zwar wieder in der Seifenbranche, allerdings zu einem Hersteller von Seife zu gehen. Jetzt muss man das so verstehen: Es gibt einen Markt von Seifen und da gibt es ein paar ganz große Seifenhersteller und die sind super geil und die haben Seife, die ist der Traum, die fließt nur so durch die Finger. Und der Alfred E. ist halt jetzt bei einer Firma gelandet, die eher so quasi nicht die optimale Seife liefert. Das heißt, die Seife verklumpt oder man kriegt Pickel davon oder irgend sowas dann. Jedenfalls denkt sich der Alfred E., okay, nicht so schlimm, arbeiten wir mal weiter. Er hat auch einen schönen Job, er hat auch ein schönes Auto bekommen und soll halt so durch die Gegend fahren und soll Leute ansprechen, die diese Seife vielleicht verkaufen möchten oder vielleicht diese Seife benutzen möchten. Und das macht er auch. Der Alfred E. ist mittlerweile fast 47 Jahre alt und denkt sich, naja, meine Karriere werde ich nicht mehr machen und so lange muss ich auch nicht mehr arbeiten. Ich gebe schon mein Bestes, aber vielleicht reiße ich mir jetzt nicht unbedingt den Fuß aus. Ich mache schon, was erforderlich ist, was der Seifenhersteller von mir möchte, aber ich mache halt auch vielleicht nicht unbedingt begeistert Überstunden und sowas. Also der Alfred E. natürlich, nicht ich. Und wie es so will, macht der Alfred E. so weiter und ein paar Jahre läuft das gut und irgendwann hat er dann einen Chef, Gargamel. Den nennen wir jetzt Gargamel. Und der Gargamel ist ein junger, aufstrebender Typ, der Karriere machen will, auf Teufel komm raus. Der hat sich dann hochgearbeitet natürlich und hat sich gedacht, ah, ich sage immer, wenn der Chef sagt Arbeit, 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 sage ich, geil, das mache ich, ich will Karriere machen. Und dann hat eben der Gargamel gesagt, ich mache alles und toll und ist irgendwann der Chef vom Alfred E. geworden dann. Und mit dem Alfred E. haben ja noch andere Leute gearbeitet und die sind mit dem Gargamel nicht so wirklich klargekommen. Das heißt, der Gargamel hat so ein paar Leute ziemlich rausgeekelt. Da gab es dann auch so Gespräche in der Personalabteilung der großen Seifenfirma und irgendwie sind aber doch immer mehr gegangen. Und der Alfred E. war dann, ja, hat sich mit denen gut verstanden, mochte den Gargamel auch nicht so, aber hatte nicht so die Berührungen und ja, hat sich aber gedacht, oh, jetzt geht der und jetzt geht der und da ist auch blöd und aber gut, wir haben ja nicht mehr so lang zur Rente, das ziehen wir durch, vielleicht gewinnen wir ja im Lotto und ja. Ja, und wie es der Teufel will, kommt der Gargamel dann aber auf die Idee, dass er den Alfred E. jetzt auf einmal scheiße findet. Und er behandelt den Alfred E. ziemlich blöd. Er gibt ihm Vorschriften, die der Alfred E. gar nicht so toll findet, die eigentlich auch gar nicht so einzuhalten sind. Er gibt ihm Aufgaben, die er eigentlich in dem Zeitrahmen gar nicht erledigen kann. Er gibt ihm bestimmte oder er möchte bestimmte Anforderungen von ihm erfüllt haben, die eigentlich so ein bisschen schwierig in der Realität zu erfüllen sind.
Aber gut, der Alfred E. ist ein guter Mann und denkt sich, okay, das ziehen wir jetzt durch, dann machen wir jetzt weiter und alles wird gut. Und dann übertreibt es aber der Gargamel. Und irgendwann mal sagt der Alfred E., hey, scheiße, das geht so nicht weiter. Jetzt habe ich wieder scheiße gesagt, entschuldige. Hey, blöd, das geht so nicht weiter. Und jetzt müssen wir was tun. Und vielleicht sollte man jetzt mal die Personalabteilung informieren. Die Personalabteilung seines Zeichens, nennen wir es mal R2D2. Die R2D2-Personalabteilung. Und die hat er dann angeschrieben, der Alfred E. Und das war vor gar nicht so langer Zeit. Und dann saß der Alfred E. da und denkt sich, okay, blöd, es kommt nichts von der Firma. Der Gargamel rührt sich auch nicht mehr, der R2D2 rührt sich nicht mehr. Bis dann eines Tages, sagen wir, es ist heute gewesen, ein Schreiben der Personalabteilung kommt, dass sie das Schreiben bekommen haben, das der Alfred E. geschickt hat und sich der Sache natürlich annehmen werden. Aber natürlich verlangen sie, dass der Alfred E. weiterhin seinen Arbeitspflichten total nachkommt und weiterhin die super Seife verkauft, wovon die Leute aber die Krätze kriegen. Aber der Alfred E. denkt sich ja, okay, Familie und so, ich muss das machen und er macht erstmal weiter. Und an diesem Punkt, dass er erstmal weitermacht und wartet, bis sich der R2D2 jetzt nochmal meldet, weil die jetzt den Gargamel informiert haben, dass der was dazu sagen muss oder was intern erklären muss. Und bis dahin warten wir jetzt mal. Das heißt, die Geschichte endet jetzt im Moment hier oder wir machen einen kleinen Break und vielleicht kann ich euch morgen dann schon mehr erzählen, wie es unserem kleinen Freund Alfred E. Neumann weiter ergangen ist. Ja, das war jetzt ein bisschen längerer Teil. 11 Minuten 45. Ich hoffe, ihr schaut einer an und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich versuche mich in Shape zu bringen und arbeite an der Geschichte vom Alfred E. Bis bald. Ciao.